Herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks von und mit Dr. Maria Hoffacker. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks. Mein Name ist Dr. Maria Hoffacker und das ist der Podcast für innovative Ideen, Gedanken, Gänge neu zu öffnen für dein Gehirn und vor allen Dingen ja auch natürlich Wissen über das Gehirn. Aber wir machen heute Impact, also das, was sozusagen das Gehirn öffnet. Ich sitze beim Impact Hub in Berlin und neben mir sitzt der Gründer und Geschäftsführer Leon Reiner. Ganz herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen unterhalten, wie die Zukunft aussehen kann, wie es bessere Zukunft geben kann, bessere Unternehmen, die auch die Zukunft kreieren. Und dafür ist dieser neue Räumlichkeit, muss ich sagen, ich habe gerade durchgegangen, alles aus wiederverwertbarem Material bzw. recyceltem Material, total spannend. Womit wir schon sehen, dass es sehr ökologisch zugeht in der Zukunft, das eindeutig. Ne? Und ich würde jetzt erstmal gerne wissen, wie du dazu gekommen bist. Du hast ja Social Entrepreneur, internationales und so weiter studiert. Aber wie du jetzt so dazu gekommen bist, jetzt hier, der ist ja relativ frisch eröffnet hier, auch der Impact Hub in Berlin, wie das sozusagen gekommen ist und was deine Motivation dahinter ist. Gerne. Ja, Leon Reiner, Geschäftsführer hier. Ich bin schon mein ganzes Leben lang relativ, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen politisch aktiv, aber auf jeden Fall irgendwie aktiv. In der Schule habe ich irgendwie Antirassismus-Trainings erst gelernt und dann gegeben, natürlich immer wieder demonstriert. Und als es dann ans Studieren ging, wollte ich irgendwas machen mit international und am besten mit gut, in Anführungszeichen. Und nachdem in den ganzen Diplomatie-Studiengängen so ein 1-0-Schnitt war, das ist auf jeden Fall weit von dem, was ich hatte, fand ich dann ein Studium namens Internationale Entwicklung in Wien, in Österreich und fand das total toll. Das war auch noch irgendwie selber innovativ, weil es war ein individuelles Diplomstudium, das heißt kein eigenes Institut, sondern man hat irgendwie Kurse von allen Instituten gehabt und durfte dann auch noch ganz viel selber entscheiden. Also das hat mir alles in den Kram gepasst und dann bin ich da mit einem Freund irgendwie hingezogen. Little did we know. Sind da sozusagen in einen ganz frischen Studiengang gestolpert, der sich sozusagen die entwicklungsrelevanten Vorlesungen aus allen Fachrichtungen stahl. Also Entwicklungspolitik, Entwicklungsökonomie, Entwicklungssoziologie, Erkenntnislogik. Und nach einem halben Jahr wurde uns dann auch ziemlich klar, dass das sozusagen ein Nest von Urlinken war. Also im besten Sinne, also ich glaube, der Professor, der das gegründet hat, war eigentlich mal hier am Otto-Suhr-Institut in Berlin und war da auch sehr erfolgreich, aber dann so links, dass er eben nicht die Leitung des Otto-Suhr-Instituts bekam, sondern dann nach Wien gegangen ist, um seinen eigenen Studiengang nach seinen eigenen Vorstellungen zu machen. Das war als Student manchmal ganz schön schwierig, weil man lernte eben so ein bisschen was von allem, aber halt auch nichts so richtig. Und wenn man dann so Anfang 20 ist und auch noch selber entscheiden soll, was man auch noch so dazu studiert, also neben diesen Kernfächern brauchte man zwei Spezialisierungen. Und dann habe ich mir irgendwie erst internationale Politik gesucht, aber an der Jura-Fakultät. Und nach einem Jahr dort habe ich halt festgestellt, ich bin völlig fehl am Platz. Also dieses ganze Auswendiglernen, ich konnte es überhaupt nicht und bin da krachend gescheitert. Und dann bin ich halt so zum Wirtschaften gekommen. Meine Eltern sind beide selbstständig. Ich habe auch immer gearbeitet und mein Geld selber verdient. Und und habe dann ganz viel Wirtschaftsgeschichte gemacht und fand das toll. Warum sind manche Länder arm, andere reich? Super spannend, viel von diesen spannenden Ökonomen, Entwicklungsökonomen, Amateur, Zen, Marx, Smith, also ganz viel gelernt darüber, was es für verschiedene Theorien gibt. Leider dann irgendwie über die Jahre des Studiums, über die 5 Jahre auch irgendwie festgestellt, dass das Grundprinzip von Entwicklungszusammenarbeit, nämlich dass man in andere Länder geht und denen erzählt, wie sie es zu machen haben, mir total gegen den Strich geht. Und das ist natürlich auch sehr ernüchternd, wenn man 5 Jahre was studiert, um festzustellen, dass man das total scheiße findet. Am Ende habe ich dann schönerweise über die Auseinandersetzung mit Fair Trade dann Social Business entdeckt. Und damals hat parallel sozusagen zu meinem Uni-Abschluss mehr oder weniger Muhammad Yunus den Friedensnobelpreis gewonnen. Mhm. Und das war ja für viele in meiner Generation, also so mit 30er, und vielleicht auch drumherum, älter, jünger, so ein bisschen so ein Wow, also okay, da gibt's was, wo man irgendwie Business und Doing Good zusammenpackt, Moment. Und der war dann auch in Wien und ich
durfte den dann live sehen und war so, okay, das ist it. Hab dann darüber meine Diplomarbeit geschrieben und dann war es irgendwie klar, ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, so dahin mein Berufsleben zu entwickeln. Und das war eigentlich meine Bewegung in dieses Feld. Und es gab damals, das war dann so 2010, in Deutschland dann, ich war dann irgendwann so, okay, Österreich reicht, ich würde wieder gerne nach Deutschland. Oder international, es gab halt sehr wenig. Es gab vielleicht Ashoka, die waren aber damals ein wahnsinnig kleines Team und da war es nicht so einfach reinzukommen. Und dann gab es eine andere Firma, die hieß damals IQ Consult. Tolles Team und die haben damals eben so Beratungen angeboten. Das gibt es auch immer noch. Der Gründer Norbert Kunz und dann und Thorsten Jahnke, die Geschäftspartner, und ich habe die dann hier auf dem Vision Summit damals, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ganz, ganz dunkel, muss ich sagen. Genau, sehr dunkle Erinnerungen. Das war damals so eine Konferenz hier in Berlin, wo ganz viel rund um dieses Thema zusammenkam. Und da habe ich die kennengelernt und habe die dann einen Sommer lang terrorisiert, mich als Praktikanten aufzunehmen. Und irgendwann haben sie es dann gemacht. Irgendwann haben sie nachgegeben. Und dann bin ich nach Berlin gekommen. Erstmal eigentlich nur für 3 Monate. Seitdem bin ich hier. Ja, Berlin lässt einen dann nicht mehr los. Ne? Ja. Aber bis es dann zu der Gründung hier kam, die ist ja noch nicht so lange. Aber da gibt es dann... Doch, also tatsächlich sind auch schon 8 Jahre inzwischen. Ist echt? Ja, also ist auch schon eine ganze Weile. Also ich habe dann sozusagen dort die Möglichkeit bekommen, das erste Inkubationsprogramm für Sozialunternehmerinnen mit aufzubauen. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja, also Norbert Kunz und Thorsten Jahnke und IQ Consult haben damals eben ein Konzept entwickelt, um soziale Unternehmerinnen zu unterstützen. Und just in der Zeit, als ich dort war, haben sie ihr erstes großes Funding bekommen, damals vom BMFSFJ, also vom Bund und von SAP. Und dann brauchten sie natürlich schnell Mitarbeiterinnen und ich hatte halt das Glück, gerade dann Praktikum zu machen und dann habe ich wohl irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen und dann wurde ich eingestellt. Cool. Und da sagt man dann natürlich nicht nein. Genau, und dann habe ich das erstmal so 1,5-2 Jahre gemacht, um dann irgendwie festzustellen, also es war immer schon mein Plan, selber zu gründen und ich dachte mir, ich mache mal ein paar Jahre und lerne ein bisschen. Und irgendwie war ich sehr jung, sehr grün in den Ohren und war natürlich mit vielen Dingen, wie die da so gelaufen sind, nicht einverstanden. Surprise, surprise. Ja. Und habe halt dann irgendwann gesagt, so nee, ich irgendwie muss das anders machen und ich will mein eigenes Ding machen und habe dann da aufgehört. Und habe dann ein paar andere Sachen gemacht, habe ein Doktorat vorbereitet, hatte da auch schon einen tollen Professor, der mich begleiten wollte und auch sogar schon Förderung, habe aber auch noch nebenher Unikurse entwickelt, wie gründet man ein Sozialunternehmen mit 2 anderen Leuten zusammen und wir haben das an mehreren Unis, also unter anderem HU, FU in Frankfurt oder ein paar Unis angeboten, haben aber dort halt festgestellt, das ist halt schrecklich bezahlt, schlimmsten als freier Dozent. Beim Doktorat war immer die Vorstellung, jetzt 5 Jahre lang nochmal, also in meinem Kopf 5 Jahre lang nur hinterm Schreibtisch zu sitzen, das muss ja überhaupt nicht stimmen, weiß ich heute. Aber damals dachte ich, das wäre dann so. Das war auch eine ganz schreckliche Vorstellung. Und dann haben mich meine beiden Mitgründerinnen, Anna Lesser und Nele Kapretz, irgendwie aufgegabelt und gesagt, hey, du hast doch schon mal, wir wollen da sowas gründen, Impact Hub, das ist sowas Ähnliches, hast du doch schon mal gemanagt, ist ein großes Wort, also betreut da für diese andere Firma. Wir haben das noch nie gemacht, willst du nicht bei uns mitmachen? Und ich kannte Impact Hub schon und das war so dieser, ich wollte weiter gerne Sozialunternehmerinnen unterstützen, ich fand es immer noch toll, diesen Gedanken, Leuten zu helfen, die eben die Ideen haben, die Welt retten, sozusagen. Und da waren 2 Ladies, die irgendwie super smart waren, die waren beide Design Thinking Lehrerinnen vorher an der D-School und da war auch noch ein Mitgründer, Martin, Serial Entrepreneur aus der Schweiz und es war schon ein cooles Setup so und ich war so, hey, komm, da kann man jetzt, also so, da mache ich jetzt mal mit. Und dann haben wir angefangen, das war dann 2013 und ich, Anna und Nele haben dann relativ schnell gesagt, okay, wir machen jetzt mal Fulltime, wir geben dem mal jetzt ein halbes Jahr und probieren das. Haben in einem anderen Coworking-Space gesessen und gesagt, so, wir haben jetzt ein halbes Jahr, wir brauchen eine Location, wir brauchen irgendwie Geld dann können wir loslegen. Und das haben wir dann gemacht und nach einem halben Jahr war es Weihnachten dann, 2013,
Und wir hatten keine Location und kein Geld. Wir hatten aber 500 Facebook-Follower. Yay! Okay. Das war natürlich ziemlich niederschmetternd. Mhm. Da ging gar nichts. Also wir hatten es wirklich ziemlich versemmelt. Und waren dann eigentlich auch kurz davor aufzuhören. Nele hat tolle Jobangebote bekommen, Anna auch, ich nicht. also wir mussten alle halt irgendwie anderweitig Geld verdienen natürlich und haben uns umgetan und irgendwie, Anna arbeitete schon auf der Berlinale wieder und ich und Nele haben irgendwie hier und da halt eben Unikurse gegeben und Sachen gemacht, irgendwie gerne in der Schweiz, weil man da irgendwie viel Geld bekam, im Gegensatz zu Berlin. Mhm. Und dann fanden wir irgendwie so eine Location und waren so, hey, komm, irgendwie, wir müssen noch mal kommunizieren, was wir falsch gemacht haben. Und wir haben dann tatsächlich, was wir intern die Fuck-Up-Präsentation nannten, wir haben es Stuck and Unstuck Moments, findet man heute noch auf Slideshow. Ja. Auch ein Tool, das kein Mensch mehr benutzt. Hochgeladen und haben das halt über Facebook damals dann irgendwie geteilt. Und dann hat irgendwie so das eine, was wir aufgebaut hatten, so diese kleine Community an Leuten, die das cool fanden, die haben total angebissen. Die haben gesagt, ah, das kann doch nicht sein. Und wir hatten eben so, ah, das sind all die Sachen, die wir falsch gemacht haben und so könnte man es anders machen. Und die haben dann uns ganz viel Tipps und Zuspruch gegeben. Und am Ende hat tatsächlich ein Coworking Space, den wir kannten, gesagt, hey Leute, wir haben hier noch ein Stockwerk mit 110 Quadratmetern in Neukölln. Wir geben euch das einfach für einen kleinen Selbstkostenpreis, mit 1.500 € im Monat. Und dann probiert ihr es doch einfach mal. Und dann waren wir natürlich, da standen wir da und waren so, shit, so, also jetzt müssen wir wirklich. Jetzt gibt's keine Ausflucht mehr, jetzt machen oder nicht machen. Und dann sagten wir, okay, wenn es Kunden gibt, dann machen wir es auch. Und dann haben wir eben kurzerhand irgendwie einen Post vorbereitet, der da irgendwie so hieß, hey, hier, wir haben einen Space, wir hatten noch keinen Vertrag, gar nichts. Wir haben einen Space und ihr könnt jetzt Member werden, so viel kostet das im Monat und hier ist ein Formular, sign up, ihr committet euch, so. Und da waren wir gerade in München und haben das online gestellt, gingen irgendwie spazieren und 3 Stunden später kamen wir zurück und es gab irgendwie 35 Leute, die sich committed hatten. Ja, Wahnsinn. Und das war eigentlich schon mehr als die Miete. Und dann waren wir so, okay, jetzt müssen wir es durchziehen. Jetzt haben wir zahlende Kunden, jetzt müssen wir es durchziehen. Und das war eigentlich so der Ursprungsmoment. Und dann haben wir eigentlich selber wirklich zu dritt da, Martin war irgendwie eher sozusagen unser erfahrener Berater. Und wir drei irgendwie haben halt sozusagen den Overall angezogen und dann hier um die Ecke, wo wir 100 Meter von wo wir heute sitzen, in Neukölln, da die Wände gestrichen und Ikea-Böcke für 15 € das Stück aufgestellt und Stühle reingestellt und dann kamen da die ersten Member. Und es ging los mit Coworking und nur 2 Monate später, wir haben auch viel Veranstaltungen gemacht und 2 Monate später hatten wir dann eigentlich unser erstes Commitment für ein Programm. Also wir haben mal 2 Geschäftsbereiche, sozusagen Coworking und Programme, von damals von Climate Kick bekommen und haben für Climate Kick, die eben so Klimainnovation machen, an Unis in Deutschland eben mit Studenten Innovationsworkshops gemacht, in denen die ihre eigenen Ideen entwickelt haben, also aufgebaut auf diesen Unikursen, die ich da schon entwickelt hatte und auf dem tollen Design Thinking Know-how von Anna und Nele. Und das war so der Ursprung. Das waren dann so die ersten, mit Miete, was ich im ersten Jahr haben wir vielleicht 60.000 € Umsatz gemacht oder so. Damit ging's los und dann ging alles auf einmal los. Dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne, haben einen neuen Space gefunden in der Friedrichstraße. Vollkommene Bruchbude am Hallischen Tor. Haben da irgendwie eine Kalkulation gemacht. Wir hatten dann glücklicherweise 2 Member, die Architektinnen waren. Die haben wir dann gefragt, ob sie uns mal einen Kostenvorschlag machen. Haben sie gemacht. Mit einem tollen Design und dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, haben 50.000 € eingesammelt und mit dieser Validierung von 50.000 €, also wir haben Memberships vorverkauft, sind wir dann zu Investorinnen gegangen, vielen Freunden von Martin und armen Familienmitgliedern, also die klassischen Family, Friends and Fools und haben dann so insgesamt vielleicht 100.000 € nochmal zusammengekratzt und haben damit dann diesen neuen Space, 600 Quadratmeter in der Friedrichstraße, renoviert, auch mit sehr viel Eigenarbeit, sehr viel Community, die damals schon mitgeholfen hat, auch Community-Member, die investiert haben und haben dann da eröffnet. Das war eine ziemliche Kamikaze-Aktion, super knapp, alles zu spät, alles chaotisch. Wir wollten dann noch schnell eine Eröffnungsparty machen, haben wir auch gemacht. Da kamen dann plötzlich 400 Leute, haben unseren Space in Schutt und Asche gelegt und die Nachbarn kamen alle, haben gefragt, ob wir jetzt einen Club eröffnen.
Und ich stand dann immer vor der Tür und habe sie beruhigt. Nee, ist nur heute so, ist nur heute so, ist alles in Ordnung. Und dann, Sonntag war der Architekturfotograf bestellt, weil wir uns natürlich auch gleich für irgendeinen großen Preis beworben haben. German Design Award haben wir dann auch gekriegt später, aber davor mussten wir dann am Samstag tatsächlich wir mussten den Boden neu streichen und die Möbel neu abschleifen, weil wir es so kaputt gefeiert hatten. Und am Montag war dann die Eröffnung von der Republika bei uns, von der GIZ gesponsert. Genau. Also so waren wir irgendwie damals drauf. Also es wurde so alles vollkommen Kamikaze, immer mehr und immer, alles wird irgendwie funktionieren. Und es war eine coole Zeit. Genau, das war so der Ursprung. Das war dann so 2014. Und dann lief es eigentlich los. Wir sind dann relativ, also wir hatten nie großes Investment danach, sind eigentlich dann relativ solide gewachsen. Bis 2019. Da waren wir dann so, wollten wir nochmal richtig expandieren. Da waren wir dann irgendwie so 20 Leute im Team und haben uns völlig verkalkuliert 2019. Haben da echt ziemlich viel falsch gemacht. Und standen am Ende von 2019 nur noch mit der Hälfte von unserem Team da. Eine meiner Mitgründerinnen ist ausgestiegen. Es war echt ein hartes Jahr. Und dann dachten wir uns, ich weiß noch heute, diese Präsentation am Anfang vom Jahr, wenn man mit seinem Team so Strategie macht und das Motto fürs Jahr war Regroup and Recover. Das war, glaube ich, so Ende Februar 2020. Und dann im März kam Corona. Da war doch noch was. Genau, also das war so eine schöne Gründerstory. Also genau, und dann seitdem hat sich nochmal sehr viel verändert. Also 2020 haben wir dann mussten wir den Space sehr früh schließen, unseren alten Space damals in der Friedrichstraße, und haben dann glücklicherweise mit ein paar anderen Organisationen die heiße Idee gehabt, einen Online-Hackathon zu initiieren. Den haben wir dann auch aufgestellt innerhalb einer Woche und irgendwie nach der Hälfte der Woche passierte das dann so, dass der von der Bundesregierung unterstützt wurde, von Angela Merkel damals tatsächlich. Und dann wurde das plötzlich der Virus-Hackathon der Bundesregierung. Wie ist das denn passiert? Also wie ist da der Link? Hat irgendjemand ihm verraten, dass ihr sowas macht? Und sie hat gesagt, tatsächlich gab es das. Also wir haben wieder, also wie beim Immeltab. Beim Immeltab haben wir auch geguckt, wie unterstützt man Sozialunternehmer? Wo gibt es das sehr gut? Und dann haben wir halt ein Modell gefunden, das Immeltab. Es gibt das ja 100 Mal auf der ganzen Welt inzwischen. Damals vielleicht, als wir angefangen haben, 30 Mal. Und dann haben wir es nach Deutschland gebracht. Und das war halt ein Wochenende. Ich war auch in Quarantäne gesessen und dann auf Twitter und irgendwie, glaube ich, sah man irgendwie in Litauen, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo es war. Machten Leute eben so einen kleinen Online-Hackathon. Wir dachten, das müssen wir doch auch können. Und das Gleiche dachten sich auch ein paar andere Organisationen in Berlin. Ja. Und wir kannten uns alle lose. Und dann hat uns ein guter Geist namens, ich glaube tatsächlich, es war Markus Sauerhammer von Zend, das ich auch übrigens zwischendrin noch mitgegründet habe. Das ist das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, so eine Lobbyorganisation für Social Entrepreneurs. Der hat uns dann alle zusammen gesagt, hey, ich sehe doch hier auf Twitter, ihr habt alle die gleiche Idee, lass doch mal einen Call machen Sonntagabend. Und dann waren wir eben alle so, ja, lass mal machen. Und eine Organisation, Tech for Germany hießen die damals, Christina Lang, hat dann gesagt so, hey, wir werden wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen Geld brauchen, wäre gut, wenn wir ein bisschen Geld haben und ich habe einen guten Draht ins Kanzleramt, ich stelle das denen mal vor. Und am Mittwoch wurde es dann im Kabinett vorgestellt. Das ging dann damals, war so eine Zeit, das war so am Anfang von Corona, da war alles, also da ging, also so, das sah so nach was aus, wo man irgendwie aktiv werden, wo man irgendwie so ein bisschen positive Energie rauskriegen kann. Und ich glaube, da haben sich dann wir selber als Organisatoren, aber auch ganz viele Leute dran geklammert. Und das war vollkommen wahnwitzig am Ende der Woche. Also wir haben irgendwie da die ganzen Prozesse und Systeme aufgesetzt und am Ende der Woche waren dann da plötzlich, ist jedes System zusammengebrochen. Wir hatten, glaube ich, insgesamt zwischen 40.000 und 50.000 Anmeldungen, knapp 30.000 haben dann mitgemacht. Und da ist alles gecrashed. YouTube ist gecrashed, Slack ist gecrashed. Unser Formularanbieter fürs Anmeldeformular ist gecrashed. Alles ist, also das war vollkommen irre. Wahnsinn. Genau, aber es war eine tolle Erfahrung für mich, aber auch fürs Team. Es haben dann natürlich wahnsinnig viele Leute aus meinem Team erstmal unbezahlt mitgearbeitet und wir haben dann in der Folge für dieses Hackathons sehr viel Fundraising gemacht, um eben ein Follow-up-Programm an den Start zu bringen mit Project Together, mit Tech for Germany, mit Social Entrepreneurship Network, also mit vielen coolen Organisationen. Wir haben alle Leute und Know-how mit reingebracht und haben dann daraus eigentlich so ein relativ, so ein Halbjahres-Unterstützungsprogramm für Ideen gemacht.
Mit 130 Ideen, 10, 15 von denen haben wir, glaube ich, wirklich auch so à la Company Building so richtig stark unterstützt. Das war dann eine sehr spannende Zeit. Und während dieser Zeit wurde uns dann als Impact Hub eben auch der Ort, in dem wir heute sitzen, angeboten zur Übernahme. Also ein 3.500 Quadratmeter Gebäude im Bau befindlich, nachhaltig geplant, wofür man aber auch noch sehr viel Geld brauchte. Und war wieder so ein Moment 2020, wo wir so mit diesem klassischen Impact Hub Geist, ist geil, macht Impact, lass einfach machen, werden wir schon irgendwie hinkriegen, dann Ja gesagt haben und so uns in diese Verhandlungen gestürzt haben mit den Machern hier. Das Projekt heißt und hieß Circular House, weil es eben ein Haus sein soll, das komplett zirkulär entwickelt und gebaut wird und wurde. Die Herausforderungen, die wir damals natürlich zwar irgendwie mitgeteilt bekamen, aber nicht so ganz verstanden haben, ist, es gibt halt noch keine zirkulären Häuser. Ich wollte gerade sagen, kam mir auch neu vor. Eindeutig. Das Team sagte uns auch immer wieder, Leute, das ist ein sehr großer Prototyp. Und wir waren so, ja klar, wir haben auch, unser erstes Hub war auch ein Proto-Hub. Sehr cool. Mit dem wichtigen Unterschied, dass das erste war halt 100 Quadratmeter und jetzt sind es halt 3.500 und die Finanzierungssumme beim ersten war 0 Euro und hier sind es halt irgendwie, ja, so irgendwie fürs Haus, ich weiß es, über 20 Millionen und für unseren Ausbau über 4 Millionen. Also das sind halt ganz andere Größenordnungen und also natürlich überlegt man sich das und natürlich haben wir Businesspläne gemacht und wir haben das ja auch finanziert mit Banken und Investoren und alles. Aber retrospektiv ist es dann trotzdem ein bisschen irre. Ja, man muss es vielleicht manchmal einfach machen. Ne? Also hätten wir es vorher gewusst, hätten wir es nicht gemacht. Ja. Und das sagt auch hier immer Simon von Transform, also von der Baugenossenschaft, die dieses Haus gebaut hat und noch baut momentan. Und wir sind eben Mitglied dieser Genossenschaft und ein wichtiger Partner von uns, der sagt immer, hätte ich vorher was von zirkulärem Bauen verstanden, dann hätte ich das nie gemacht. Und warum nicht? Weil es so kompliziert ist. Ja, weil es kompliziert ist, weil keiner weiß, wie es geht und weil es halt, es gibt keine Blaupause dafür, weil es halt, also ein Gebäude so viel Bestand wie möglich erhalten und dann so planen, dass man eigentlich alles rückbauen und wiederverwenden oder auf den Biomüll werfen kann und dann auch noch wiederverwertete Materialien finden und die verbauen, das macht halt alles sehr anstrengend und kompliziert. Und das ist und dann halt wahrscheinlich auch die gesamte Energie- und Wasserwirtschaft, solche Sachen. Ja, das kommt dann noch dazu. Also das sind ja dann alles nochmal genau, also da kommen so viele Aspekte dazu und der Teufel liegt halt im Detail. Und dann hat man ja auch noch Member und die finden das alles super cool, aber die wollen halt auch einen ordentlichen Arbeitsplatz und es soll natürlich auch gut aussehen. Also und das alles unter einen Hut zu bringen, ist auf jeden Fall eine riesige Herausforderung. Wir haben trotzdem, also Gott sei Dank, ein super cooles Team. Wir haben Gott sei Dank ein Wahnsinns Architekturbüro, LXSY Architekten, die hier unsere ganzen Innenausbau geplant haben und sich da auch drauf eingelassen haben, so zu bauen und auch das als Chance begriffen haben, selber das zu lernen und jetzt auch wirklich Expertinnen in dem Feld sind. Aber ohne das wäre es vollkommen undenkbar gewesen. Und natürlich auch Member hier, zahlende Member, die halt sehr verständnisvoll sind, die halt sagen so, wir wissen, dass das krass ist. Und ja, wenn heute mal wieder gebohrt wird, dann alright, ist es okay. Wir verstehen es. Es ist halt mal schwierig gerade. Ja, also es ist wirklich cool. Ich habe das ja gesehen, als auch hier mit die Veranda hochzugehen und alles ist unheimlich viel Holz, sehr viel Grün und sehr viel, ja, irgendwie spacig auch, ne? Und durch diese, ja, auch Eisenmaterialien. Du sagtest ja gerade von irgendeiner U-Bahn-Station. Ja, also das Schöne ist ja, wenn man hier reinkommt, erstens von außen ist unser Gebäude noch eine Baustelle. Das sieht man jetzt, wenn man den Podcast hört, nicht, aber weil wir eben noch oben drauf bauen. Also es war schon mal schwierig, den Eingang zu finden. Wenn man reinkommt, sieht es dann schon sehr fertig aus. Und das Schöne, das, was man halt nicht sieht, die Materialien haben halt alle eine Geschichte. Also das schwarze MDF, das hier verbaut ist, also schwarzes Holz, mit dem Schränke gebaut sind, das kommt halt aus dem Bergheim von Ausstellungen. Da kann man, das ist aus dem bekanntesten Club in Berlin. Die Balustraden an der Galerieebene, die sind aus Metallrosten, die früher mal die Bodenelemente in der BVG-Zentrale in Berlin waren.
Wir sitzen hier gerade in unserem Podcast-Studio im PK Berlin und an der Wand sind sozusagen so Plastikelemente, um den Schall zu dämpfen. Die sind natürlich alle Abfall von anderen Bauprojekten, die sind nicht neu. Mhm. Und genauso die Wand, auf die ich gerade gucke, wo ein Fenster drin ist, die ist auch Rest von einem anderen Bauprojekt und die ist nicht neu und geordert. Nur die Möbel, auf denen wir sitzen, die sind neu und ergonomisch, aber die sind geliehen und nicht gekauft, sodass wir die jederzeit zurück oder geben können oder austauschen können. Also wir haben in ganz vielen Aspekten versucht, das umzusetzen. Wir sind natürlich weit davon weg, perfekt zu sein. Also das ist ein Weg. Also in vielen Bereichen, also das fängt davon an, wie kriegt man das hin, dass auch jeder, der hier im Space ist, seinen Müll ordentlich trennt. Das geht dazu, dass wir natürlich, wir haben immer noch einen Drucker hier, das muss man halt anbieten. Wie kriegt man es hin, dass zumindest so wenig wie möglich gedruckt wird? Also da gibt es natürlich ganz viele Kleinigkeiten. Aber man geht halt Schritt für Schritt. Inzwischen verwenden wir zum Beispiel für die Oberflächenreinigung, im Büro muss man sehr viel Oberflächen reinigen, kein Waschmittel mehr, sondern ionisiertes Wasser. Hatte ich auch noch nie davon gehört vorher. Würde ich jetzt auch nicht erklären. Man kann das googeln, wenn es einen interessiert, oder ekosieren besser. wenn es einen interessiert. Aber ja, der Teufel liegt wiederum im Detail bei sowas. Also da gibt es noch Jahre an Verbesserungsmöglichkeiten. Aber wir sind zumindest auf der Reise, das zu lernen. Und das ist spannend, oft anstrengend, aber auch irgendwie cool. Mhm. Also. Ja, irgendwie cool, ne? Und die Leute, also eure Member, sage ich jetzt mal, die hier sich eingemietet haben, die finden das ja cool. Und ihr habt wahrscheinlich auch irgendwelche, ja, Impact-Hub-Regeln, ne? Weil du sagst, irgendwie muss man ja auch da, und habt auch Zusammenkünfte, ich habe so ein paar gesehen. Also wir sind als Coworking-Space relativ speziell. Wir nehmen eben nur Leute auf, die im sozialen Nachhaltigkeits-, eben im Impact-Bereich arbeiten. Mhm. Da muss man sich halt dann so, also bewerben ist ein großes Wort, man bewirbt sich nicht, man holt sich eine Mitgliedschaft ein. Es gibt halt einen Prozess, wie man hier Mitglied wird. Und wir reden halt mit den Leuten und fragen, was machst du denn so und passt das hier dazu? Und wir geben den Leuten auch, versuchen denen die richtige Erwartungshaltung zu geben. Wenn man einfach einen ruhigen Arbeitsplatz will, dann ist man bei uns vielleicht nicht unbedingt am richtigen Ort, weil jeder will hier ständig kollaborieren und sich unterhalten. Und es gibt eben regelmäßig Veranstaltungen. Also wir haben eben für die Community-Veranstaltungen, wo es wirklich darum geht, sich kennenzulernen. Mhm. Wir haben natürlich eine Online-Plattform, wo man auch pro bono Beratungen buchen kann, wo man sich helfen lassen kann. Wir haben eine ganze Menge öffentliche Veranstaltungen, also Pitches und ähnliches. Wir haben aber eben auch dann wirklich ganz dezidiert Workshops und Dinge, wo man wirklich was lernt. Und im Endeffekt wollen wir die Leute eben dabei unterstützen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Und wenn wir Ideen sagen, dann meinen wir wirkungsvolle Ideen. Also dann meinen wir Ideen gerade in unseren Kernthemengebieten, Kreislaufwirtschaft, grüne Technologien, Diversität und nachhaltige Ernährung. Das sind so vier Themenbereiche, wo wir ganz besonders viel machen. Mhm. Und wir wollen den Leuten eben ermöglichen, im Endeffekt ist es Hilfe zur Selbsthilfe. Also es ist eine Infrastruktur. Mhm. Wir sind jetzt de facto keine Beraterinnen zuallererst, sondern wir stellen eine On- und Offline-Infrastruktur zur Verfügung und bringen, so hoffen wir zumindest, die richtigen Leute dahin, in diese Infrastruktur, sodass die sich kennenlernen, weil oft ist schon ganz viel damit getan, dass man die richtigen Leute trifft. Ja. Wir bieten denen Möglichkeiten an, ihre Probleme selbst zu lösen, dadurch, dass sie sich eine Beratung holen hier und da, dadurch, dass sie sich vielleicht dann auch mal bei einem von unseren Inkubationsprogrammen bewerben. Und das ist unser zweiter großer Geschäftszweig. Ne? Also einerseits ist es eben Coworking, Community, und auf der anderen Seite bauen wir eben relativ umfangreich am Ende des Tages Gründungsunterstützungssysteme auf. Wir nennen das Ökosystem rund um diese vier Themen, wo es dann eben Inkubationen gibt, wo es Veranstaltungen gibt, wo es Beratungen gibt etc. Und arbeiten da mit verschiedenen staatlichen Institutionen zusammen, also Ministerien, dem Senat von Berlin und natürlich auch großen Unternehmen wie zum Beispiel Miele oder der Rentenbank, die sich davon halt versprechen, die nachhaltigen Innovationen von morgen kennenzulernen und im besten Fall damit auch dann selbst nachhaltiger und innovativer zu werden. Ja, spannend. Aber es gibt ja ganz viele Hubs, sag ich mal, oder Hubräume oder wie immer sie sich alle so nennen, auch von Firmen, auch von großen Firmen. Was würdest du denn sagen, weil die ja auch alle zumindest in New Tech, ne, also meistens ist es ja eher auch technisch orientiert, was so gefördert wird. Aber natürlich inzwischen hat sich auch rumgesprochen, dass Nachhaltigkeit nicht ganz so schlecht wäre für die Zukunft. Ne? Also das heißt, dass sie auch mehr, immer mehr in diese Richtung gehen. Ne? Was würdest du denn sagen, was unterscheidet euer
Konzept oder Innovationsprogramme von den diesen anderen, ja, sehr vielen anderen Hubs, die es so gibt? Ja, sehr gute Frage. Ist natürlich auch super relevant. Ist für uns auch was sich verändert. Also als Impact Hub gegründet wurde vor 15 Jahren, gab es noch kein Coworking. Als wir angefangen haben vor 8 Jahren, da hat die Bank schon zu uns gesagt, es gibt in Berlin doch schon zu viel Coworking. Was wollten die jetzt ein spezialisiertes Coworking machen? Man muss sagen, das war noch vor WeWork, Mindspace und all diesen anderen großen Anbieter, Factory. Also der Markt ist ziemlich elastisch. Da ist viel Platz. Aber berechtigte Frage ist, es gibt viele Hubs. Ich bin auch heute, frage ich mich manchmal, ob Hub immer noch der richtige Name ist, weil es eben so viele gibt. Zumindest ist inzwischen dieses Impact davor. Und ich glaube, das sagt genau, was wir anders machen. Erstens kuratieren wir ganz dezidiert eine Community von Leuten, die an innovativen Lösungen für Mensch und Planeten arbeiten. Und zwar an Einzelpersonen sowie Organisationen. Und das ist genau so eine kuratierte Community, die oft den Unterschied macht. Also wir suchen wirklich aus, wer hier ist. Das, man könnte jetzt sagen, es ist irgendwie doof, weil es ist irgendwie exklusiv. Aber aus unserer Sicht, wir nehmen jeden, wenn es inhaltlich passt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil es geht darum, dass man einen gemeinsamen Nenner hat. Und wenn man einen gemeinsamen Nenner hat, dann kann man viel besser zusammenarbeiten. Und das ist das, was wir, glaube ich, dieser gemeinsame Nenner ist eben Impact. Also das ist der eine große Unterschied. Und der andere große Unterschied ist, dass wir einen sehr großen Wert auf eben Community legen. Also Community heißt für uns kollaboratives Arbeiten. Das heißt nicht nebeneinander, also nicht Coworking im Sinne von nebeneinander herarbeiten, sondern Coworking im Sinne von Kollaboration heißt eben auch viel miteinander arbeiten. Das heißt nicht immer, dass man Projekte zusammen machen muss, aber das heißt, dass man sich gegenseitig hilft, dass man sich Feedback gibt. Und wir messen das wirklich. Wir gucken als Erfolgs-KPI, also als Erfolgskernzahl, wie viele Stunden pro Monat helfen sich unsere Member gegenseitig, ohne Entgelt. Und wenn wir halt einen bestimmten Wert überschreiten, ich glaube, gerade sind wir relativ in unserer Welt bei 3,5 Stunden, das ist relativ wenig, so nach Corona. Wir sind auch viel größer geworden. Früher waren es eher so 5 bis 6 Stunden. Und da wollen wir wieder hin. Also das sehen wir als ganz zentral, wenn wir behaupten, eine kollaborative Community zu sein. Und ich glaube, das ist auch sehr anders. Also wenn man viel in Coworking Spaces war, dann weiß man, es gibt halt auch Coworking Spaces, da grüßt man sich nicht mal. Ja. Und ich glaube, wir investieren durch unser Team, also wir haben ein Community-Team, wir haben ein Hosting-Team, das sich um den Space kümmert, schon sehr viel darin, dass es hier so schön und gemütlich ist, wie du das empfunden hast. Wir investieren sehr viel darin, die richtigen Leute hier zu haben. Wir investieren sehr viel darin, dass diese Leute dann auch miteinander in Austausch gebracht werden und dass eben das, was wir Community nennen, überhaupt entstehen kann. Weil das ist nichts, was einfach so aus dem leeren Raum oder weil man einfach ein paar Leute in einen Raum schmeißt, entsteht. Man muss hart dafür arbeiten, dass das entsteht. Und ich glaube, das unterscheidet uns schon sehr stark. Aber gibt es denn Verbindungen zu anderen Hubs? Also ist ja immer noch der Name. Aber ich kenne es jetzt auch nur, dass sie auch teilweise Hubraum heißen, je nachdem, wie, um sie auch ein bisschen abzugrenzen natürlich. Also es gibt ja überall da Ideen und viele und auch Berliner Förderprogramme für Startups. Also Richtig. Da ist ja sehr viel gerade in Berlin unterwegs. Und die Frage ist, wie kollaboriert man damit dann auch? Ja. Weil da sind ja auch dann Gelder und Förderprogramme nochmal, die vielleicht ja auch noch positiv wirken können. Manchmal. Auf jeden Fall. Ich muss vielleicht tatsächlich noch mal einen Schritt zurücknehmen. Das haben wir am Anfang ein bisschen übersprungen, weil wir von mir als Person angefangen haben. Ich habe es manchmal so ein bisschen mitgesagt, aber Impact Hub ist insofern auch besonders, weil es ja ein globales Netzwerk ist. Das heißt, es gibt inzwischen über 100 Impact Hubs weltweit in vielen Städten. Wir sind jetzt bald 8 in Deutschland. Und jedes dieser Impact Hubs ist eine eigene Firma. Wir sind nicht zentral, es gibt kein zentrales Eigentum, es gibt keine zentrale Finanzierungsstruktur. Also wir nennen das gerne ein dezentrales Franchising. Wir haben alle einen Brand, aber sind nicht ein Business, sind nicht ein Geschäft. Das heißt, darüber kollaborieren wir sehr viel. Wir bieten auch sehr viele Programme, Angebote über viele Impact Hubs an. Wir skalieren auch Programme international. Zum Beispiel haben wir das Feeding the City, also unser Kernprogramm im Bereich nachhaltige Ernährung, wo wir junge Gründerinnen unterstützen, zum Beispiel aus London hierher gebracht. Also da gibt es sehr viel gemeinsames Lernen, sehr viel Kollaboration. Unsere Member können auch in allen anderen Impact Hubs global arbeiten, was schon auch ganz cool sein kann. Und hier in Berlin sind wir natürlich im Austausch. Ich glaube, man muss aber ehrlicherweise sagen, die Szene ist sehr, sehr groß. Und ich würde schon sagen, inzwischen, wir sind sehr stark im Austausch mit denen, die im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind, mit den anderen nicht, weil die Kapazität ist einfach immer gar nicht mehr da. Und es gibt auch andere coole Spaces.
das Bumm, Uferwerke, alte Münze, gibt noch einige mehr, Moos, die auch so in Richtung Nachhaltigkeit gehen und mit denen tauscht man sich schon aus. Auf jeden Fall, es gibt dann auf der anderen Seite, also wir haben ein großes Förderprogramm zum Beispiel, das heißt Circular Together, wo wir Gründungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft unterstützen, das ist durch den Senat gefördert. Auch da gibt es natürlich andere Träger, die das machen. Auch mit denen tauschen wir uns aus, also in Richtung Coworking ist so die eine Peer Group, sage ich jetzt mal. Okay, in Richtung Startup-Programme ist die andere Peer Group. Da gibt es dann auch Yunus Social Business, Project Together. Da gibt es dann eine andere Peer Group, mit der man sozusagen sich austauscht und lernt. Das machen wir auch. Wir machen auch gemeinsame Projekte, also siehe Viversus Virus Hackathon, mit denen. Und ich würde sagen, in den meisten Fällen in der Welt ist es schon Collaboration instead of Competition. Also man denkt ja dann sehr gerne, hey, ich mache das dasselbe. Manchmal kann man das natürlich auch nicht von der Hand weisen. Also wenn es jetzt irgendwie eine Ausschreibung gibt und man alle bewerben sich drauf, klar, ist man irgendwie auch im Wettbewerb ist auch in Ordnung. Aber wir versuchen schon auch sehr stark dann gemeinsame Wege zu finden, vielleicht ein Projekt zusammen zu machen. So. Der Austausch ist super. Also Berlin ist natürlich auch sehr speziell in der Hinsicht. Ne? Also in anderen Städten kann man sich jetzt nicht mit 10 anderen in diesem Bereich austauschen. Naja, da gibt's halt dann einen Anbieter. Ja. Das ist in Berlin schon nochmal anders als woanders. Mhm. Aber aus unserer Sicht positiv, macht Spaß und so ein bisschen Wettbewerb lebt das Geschäft, sagt man ja immer. Und das ist auch okay. Ja, klar. Ich glaube, solange man da nicht verkrampft und irgendwie, solange man es sportlich nimmt, ist es, glaube ich, in Ordnung. Ich denke auch einfach die Berliner Szene, wie du schon sagst, das ist ja speziell und ich habe das nicht anders erlebt bisher, dass es irgendwie sowieso hochgradig international ist, weil Berlin irgendwie auch ja total in ist inzwischen, ne? Und alle möglichen Leute anzieht und dadurch dann so eine Flexibilität auch kommt. Und eben, du sagst es ja auch gerade, ihr seid ja auch international kollaborativ aufgestellt und das macht natürlich auch nochmal einen riesen Unterschied, dass man dann gerade, wenn man nachhaltig unterwegs ist, muss man natürlich den globalen Kontext im Blick haben, normalerweise jedenfalls, und auch was Lieferketten zum Beispiel und solche Dinge, gerade im Food-Bereich, und da macht es natürlich sehr, sehr viel Sinn, dass man da dann auch nochmal Informationen bekommt und so weiter. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und genau, ich glaube, die Herausforderung für uns als Team ist natürlich immer, das alles unter einen Hut zu bekommen. Also ich glaube, wenn man beim Hub arbeitet, beim Impact Hub arbeitet, dann ist die größte Herausforderung auf jeden Fall immer, man ist in diesem Space hier, irgendwie 3.500 Quadratmeter in Neukölln, voll mit interessanten Leuten. Und die tragen ja auch alle ständig Möglichkeiten, Opportunities, Events, was die alles hier reintragen. Dann hat man das internationale Netzwerk als riesigen Funnel von Dingen, die man tun und denken und probieren könnte. Und dann sitzt man auch noch mitten in Berlin, so einer Stadt, die ja auch voll davon ist. Und die größte Herausforderung ist sicher, irgendwie sozusagen den Kompass zu behalten und sich das wollen wir schaffen. Unser Kernauftrag ist, Menschen, Organisationen dabei helfen, innovative Lösungen bauen für Mensch und Planet. Und was ist jetzt das Beste, was wir dafür tun können? Umso größer die Opportunitäten, umso wichtiger dann die Fähigkeit zu lernen, Nein zu sagen. Und ich glaube, das ist immer eine große Herausforderung. Und im Nachhaltigkeitsbereich muss man ehrlicherweise auch sagen, ist auch noch immer die Herausforderung. Man denkt, von außen sieht das vielleicht anders aus, aber es ist auch immer noch die Herausforderung, auch sich ehrlich damit zu sein, dass man die Dinge tut, dass man auch darauf gucken muss, womit man das Geld verdient. Mhm. Weil natürlich gibt es tonnenweise Anfragen, die auch alle ihre Berechtigung haben für Unterstützung, Raum, also für alles kostenfrei. Und es ist natürlich viel schwieriger, zu was Nein zu sagen, wenn es eigentlich inhaltlich etwas ist, was man unterstützen möchte. Mhm. Und da muss man dann immer sehr stark abwägen, auch so ein bisschen die Gesundheit der Organisation, die Gesundheit des Teams auch, mit sozusagen dem Willen, alle möglichen Good Causes zu unterstützen. Und das ist nicht immer einfach. Und man spricht ja auch oft von diesem Activist Burnout und davon. Ja. Ne? Das ist einfach super schwierig. Also wir haben ein sehr purpose-getriebenes Unternehmen und da arbeiten sehr purpose-getriebene Leute und das ist auch immer gefährlich. Das ist toll, das ist eine tolle Arbeitskultur, das macht wahnsinnig viel Spaß, aber es ist natürlich auch immer gefährlich, weil es sehr, sehr schwierig ist, in so einer Kultur Nein zu sagen und das muss man gerade als Führungskraft auf jeden Fall auch irgendwie da reinkriegen. Das ist nicht immer so einfach. Ich glaube, inzwischen sind wir okay, wir hatten definitiv auch Zeiten in unserer Unternehmensgeschichte, wo wir da nicht so gut waren und das hat uns auf jeden Fall nicht gut getan. Ja.
das wollte ich sowieso noch fragen, wie habt ihr das denn gelernt, also intern quasi euch zu managen, oder habt ihr da bestimmte Regeln oder Konzepte entwickelt, wie ihr das WeWork oder was immer so in der, jetzt ja überall, oder Holokratie oder was man sich so jetzt inzwischen vorstellt, gibt es ja viele Ansätze, aber wie habt ihr euch da aufgestellt, habt ihr da euch auch mal zusammengesetzt und euch genau überlegt, wie arbeitet ihr, weil ich stimme ja vollkommen zu, der Fokus oder den Fokus gerade in diesem ganzen Themenbereich zu halten, plus dem, dass man auch Kriterien hat, wie entscheidet man sich jetzt für oder dagegen, ne? Ja. Ist ja gar nicht so ohne. Ne? Nee, definitiv nicht. Ja, wo fängt man an? Also das ist auch, also das haben wir uns nicht mal überlegt, das überlegen wir uns tatsächlich ständig und ständig neu. Also wir haben irgendwann mal, haben wir mal gesagt, dieses Jahr ist the year of transition, und seitdem ist es so ein Running Gag bei uns geworden. So, ja, es war ein Jahr. Es war vor 5 Jahren, jetzt ist jedes Jahr Transition Jahr. Ja. Ich meine, vor 18 Monaten waren wir 12, jetzt sind wir 30 Leute. Also ich, klar, es gibt viele Tech-Startups, die skalieren wesentlich schneller. Bei uns sind aber dann auch die Ansprüche halt relativ hoch. Also es gibt im Impact Hub, glaube ich, 3 Grundwerte. Wir wollen kollaborativ arbeiten, wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen Trust, also wir wollen sehr hohes Vertrauen uns gegenseitig entgegenbringen. Und wir wollen aber auch courageous, also wir wollen schon auch mutig sein in den Dingen, die wir tun. Und das zu vereinen ist nicht immer einfach und hat uns dazu gebracht, dass wir über die Jahre sehr oft das verändert haben, wie wir arbeiten. Wenn man eine kleine Firma ist am Anfang, dann waren wir 3 Gründerinnen, die operativ im Unternehmen waren. Und da am Anfang entscheidet man halt dann in dieser Dreierrunde, 3 ist eine gute Zahl. Irgendwie kommt immer eine Entscheidung zustande. Mhm. Und wir waren auch alle 3 sehr, ich würde mal sagen, energiegeladen und wollten eigentlich immer mehr machen. Das war so eine ganz gute Kombi. Und irgendwann kommen halt dann Leute dazu und verdienen sich irgendwie auch Mitspracherecht immer mehr. Und da gibt es dann sozusagen so verschiedene Level, das ist ja auch bekannt, irgendwie so bis 10 kannst du das irgendwie so gut machen. Irgendwann zwischen 10 und 15 kommt dann der Moment, wo es irgendwie so ist, so hey, wer entscheidet hier eigentlich was? Und genau, und ich glaube, wir haben uns gerade im letzten Jahr mit diesem Wachstum, wo wir jetzt wussten, neuer Space, wir werden uns irgendwie verdreifachen, nochmal sehr intensiv damit auseinandergesetzt und haben so versucht, einen eigenen Weg zu finden. Also es war uns wichtig, irgendwie eine Struktur zu haben, die relativ flach hierarchisch ist, wo es Distributed Leadership gibt, also wo Leute irgendwie auch unternehmerisch aktiv sein können, ohne jetzt unbedingt Gründer, Gründerin zu sein. Das bedeutet, sie wissen ganz genau, was ihre Aufgabe ist oder ihr Bereich und haben dafür ein Budget und können damit aber relativ frei umgehen. Heißt, es gibt einen sehr hohen Grad an Entscheidungsfreiheit dort, wo die inhaltliche Kompetenz liegt, also im Prinzip aus der angesprochenen Holacracy, ohne jetzt aber sozusagen diesen kompletten administrativen und strukturellen Rucksack, der mit Holacracy kommt. Also das ist schon echt sehr anspruchsvoll für eine Organisation, unbedingt mitzunehmen. Also wir haben versucht, einen Weg zu finden, die Dinge, die wir daraus mögen, also zum Beispiel Consent-Entscheidungen, also dass man nicht mehr die Zustimmung von allen braucht, sondern dass man eben bei gewissen Entscheidungen fragt, bei vielen Entscheidungen fragt, gibt es jemand, der wirklich was dagegen hat, als Person, die dann dieses inhaltliche Expertise sollte die größte Entscheidungsgewalt haben. Also wir haben uns gewisse Prinzipien da genommen und versucht daraus so unser eigenes Betriebssystem zu bauen und daran feilen wir gerade, würde ich sagen. Also wir haben kleine Teams. Wir versuchen so Teams von 3 bis 5, 6 Leuten maximal zu haben, die ihre Teamleads tatsächlich selber wählen. Also man wird als Teamleitung gewählt, regelmäßig, und auch dann 360 Grad bewertet. Also ich glaube, das ist sehr speziell. Aber wenn man dann Teamleitung ist, dann ist man auch Teamleitung. Also dann hat man aber trotzdem eben diese Aufgabe, ein Team zu organisieren, Arbeit zu organisieren und ist eigentlich ein klassischer Head-Off. Aber es gibt eben dieses Wahlelement und es gibt ein Leadership-Team. Also das sind dann sozusagen 3 Leute, also die neben mir sozusagen die Geschäftsführung bilden. Also Alex Tiller, der CFO, und Eloise Lehmann, die COO, also die Organisation machen. Ich kümmere mich hauptsächlich um Strategie und große und so Partnerschaften. Und unsere Aufgabe ist es dann, diese verschiedenen, wie wir das nennen, Work Areas zu koordinieren. Das hört sich jetzt alles wahrscheinlich auch ein bisschen kompliziert an. Ich glaube, der Kern ist, die richtige Organisationsstruktur für die eigene Kultur zu finden. Und aus unserer Sicht ist es immer ganz klar,
Menschen und Kultur kommt zuerst. Wir wollen richtig fähige Leute haben. Und wir wollen eine richtig geile Kultur haben, in der diese Leute das Beste leisten und tun, weil wir haben schon auch einen hohen Leistungsanspruch. Also und die Organisationsstruktur, die muss dem dienen. Mhm. Und wenn wir die verändern müssen, dann müssen wir die verändern. So, aber es ist immer entscheidend, die besten Leute zu haben. Immer zuerst die Leute. Und wenn wir die haben, dann werden wir mit denen die richtige Struktur finden. Und deswegen verändert sich die auch, weil wenn man von 12 auf 30 geht, dann sind da halt 18 neue Leute. Ja, eindeutig. Und die 18 neuen Leute haben halt eine neue Erwartungshaltung. Und das bedeutet für uns, dass wir halt als Leadership-Team dann sozusagen Angebote machen müssen, wie Strukturierung aussehen kann. Und das ist aber immer sehr stark auf Augenhöhe. Wir holen uns sehr viel Feedback. Wir holen uns sehr viel Input. Das dauert manchmal ein bisschen länger, als wenn wir es einfach sagen würden. Aber wir glauben eben und wir wissen auch inzwischen, dass es halt bessere Ergebnisse bringt. Echt spannend. Aber wie gesagt, Transition. Immer wieder ein Prozess. Auf keine Frage. Aber es ist spannend, wie ihr das macht. Oder dass ihr auch Elemente rausfiltriert und eben wirklich anpasst. Ne? Das finde ich spannend vom Prozess her. Ja. Das ist natürlich auch, also für uns, wir sind ja sozusagen ein Zwitter zwischen dieser NGO-Welt und dieser Purpose-Welt und halt der Startup-Welt. So, ja, ganz genau. Wir glauben schon auch daran. Ja? Also Impact braucht Purpose, aber er braucht halt auch Scale. Also es ist halt beides. Ne? Du kannst halt super geilen Impact haben, aber wenn du halt nur 3 Leute erreichst, dann ist es zwar cool, aber es ist halt nicht so richtig viel Wirkung. Ja. Das heißt, man muss beides irgendwie in Einklang bringen. Das heißt nicht immer, dass nur die großen Sachen gut sind. Das heißt es auf jeden Fall nicht, aber es geht halt um Gleichgewicht. Und so ist es halt dann auch bei unserer Organisationsentwicklung. Ne? Wir finden zwar nicht hierarchische Organisationen großartig, aber die bringen halt auch viele Herausforderungen mit sich. Man muss sich viel mit sich selber beschäftigen. Mhm. Und die Kapazität muss man haben. Und das ist halt aber das ist für jede Organisation eben eigen. Aber wir haben halt immer gesagt, okay, wie viel Eigenbeschäftigung mit uns selbst können wir uns leisten? Ja, ganz genau. So, und auf der anderen Seite machen wir halt auch so Dinge wie Scale-Up-Methodologie. Ja, die ist halt super Startup, super Growth und gucken und da halt genauso. Was gibt's da, was wir uns rausnehmen wollen? Das können wir davon lernen, um dann daraus so unser eigenes Betriebssystem zusammenzubauen. Und ich glaube auch nicht daran, dass es da so one size fits all gibt. Ich glaube tatsächlich, wenn man langfristig als Organisation erfolgreich sein will, dann muss man da irgendwie so sein eigenes Ding bauen. Das sieht man auch bei vielen großen, erfolgreichen Organisationen, die alle sagen, sie haben da so ihr eigenes Ding gefunden. Und sich von allem das genommen, was sie gebraucht haben. Und das hat sich auch über die Jahre verändert. Und ich glaube, das ist ein kontinuierlicher Prozess und eine Kernaufgabe von einer Führungsperson in einem Unternehmen. Also was ist die Kultur? Wie will ich die? Wie muss die? Wie ist die? Das ist ja auch was, das kann man nicht immer, man sagt ja immer, der Leader, so der macht die Kultur. Das stimmt ja überhaupt nicht. Die Leute, die da sind, machen die Kultur. Mhm. Und man kann das ein bisschen beeinflussen vielleicht. Und was ist dann die Organisation, die es braucht, um die Kultur eben zu kanalisieren? Ja, ich finde es hochgradig spannend und auch das, was du gerade angesprochen hast, diese Schnittstelle zwischen NGO, Purpose-Driven und Start-up und Skalierung, weil also ich mache eben auch sehr viel Nachhaltigkeit, dass ich es immer oft erlebe, dass klar, das sind ja alles gut, wir wollen gut, aber dass man dieses unternehmerische Denken, diese Skalierung und was ist jetzt wirklich ökonomisch sinnvoll und eben auch der Community-Aspekt oder was ist überhaupt verkäuflich oder durchsetzbar, dass es oft eben ja nicht ganz so im Blick ist beziehungsweise überspielt wird durch dieses Gut-Impact-Variante. Ne? Deswegen meine Frage nochmal, ihr habt ja eben auch einen großen Kreis von Förderern beziehungsweise Business Angel oder Investoren. Wie sieht da jetzt die Landschaft jetzt inzwischen aus? Weil es ist ja immer noch so, gleich denke ich mal, neu, ne? Weil auch oft der Return on Investment nicht ganz so hoch ist, jetzt prozentual gesehen, im Vergleich zu in Anführungszeichen klassischen Investments, wo die ja dann auch fast gar nicht mehr gibt. Aber wie gesagt, wie sieht da das aus von der, gibt's noch, ne? Wie sieht's da die Entwicklung aus? Weil ich habe das auch von vielen gehört, dass es eben immer eine Schranke gibt, dass Investoren das zwar gut finden, aber am Ende dann doch nicht den Schritt machen, da zu investieren. Und wie ist da jetzt sind da eure Erfahrungen, beziehungsweise wie würdest du es einschätzen? Ja, ist eine gute Frage. Verändert sich auf jeden Fall gerade sehr. Ob zum Guten. Also ich glaube generell mal merkt man auf jeden Fall das Thema Mainstream. Ne? Also das bedeutet auch immer, dass es eine Verbesserung gibt. Also man hat jetzt ganz stark, also Taxonomie auf EU-Ebene, ESG-Kriterien werden
werden sozusagen fast schon unverzichtbar, die werden sozusagen fast schon die Baseline. Mhm. Das ist großartig. Gleichzeitig ist es halt auch wahr, dass halt ESG-Kriterien halt auch nicht so Impact sind. Ja? Also das ist eine coole Richtung, ja? Aber es haben halt auch Unternehmen gutes ESG-Rating, wo man sich halt an den Kopf greift. Ja? Also das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ja? Also ich bin auf jeden Fall, ich finde es super, dass es so ein Mainstreaming gibt. Weil das bedeutet schlicht und ergreifend, dass wesentlich mehr Leute sich Kopf darüber machen. Und gleichzeitig sehe ich natürlich die Gefahr, dass sehr, sehr viele Dinge, die als grün verkauft werden, nicht grün sind. Also das ist auch eine Realität. Ich sehe das bloß nicht als so ein Entweder-Oder-Ding. Also ich glaube, das ist halt ein Prozess eben auch. Also jahrelang hat man sich in diesem Sektor darüber aufgeregt, dass das nicht ernst genug genommen wird, dass es nicht breit genug verbreitet ist, dass es eben nicht im Mainstream ist. Und jetzt bewegt sich halt ganz krass in den Mainstream und das bringt halt andere Probleme mit sich. Und mit denen muss man halt jetzt umgehen. Ja? Also deswegen, ich nehme das so wahr, erstens, man muss sehr stark differenzieren, Investment ist nicht Investment. Also es gibt eben institutionell, es gibt irgendwie das ganze Bereich Investment eben, wenn es darum geht, wie du und ich vielleicht unsere Rente anlegen, ja, oder sozusagen versuchen, unsere Rente anzulegen. Und da kann man auch schon sehr viel machen. Ja? Man kann sich betriebliche Versicherungen suchen, die irgendwie grün ist. Man kann sich Anlagen suchen und Banken suchen, die grün sind, etc. Und da werden dann auch manchmal in einem Portfolio Unternehmen drin sein, wie zum Beispiel SAP, die halt so im IT-Bereich halt viel für Nachhaltigkeit machen, wo man aber jetzt nicht dran denkt, wenn man jetzt Nachhaltigkeit sagt. Ne? Und das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Also es kann ja jetzt nicht alles nur noch... Also es ist vielleicht auch okay, ja. Dann gibt's halt ein Feld von sozusagen größerem Wachstumsinvestment. Also da reden wir irgendwie über 200 bis 200 Millionen Euro Investments, ja, die in Projekte getätigt werden, die halt, ja, sehr groß sind. Da geht's oft um Infrastrukturprojekte, Energieprojekte, alles Mögliche, ja, die auch oft Teil des Investitionsmixes sind von großen Institutionen, Pensionskassen, Staaten etc. Und dann gibt's halt den Bereich, auf den du jetzt, glaube ich, anspielst, ja, und der ist wieder ganz anders, und das ist nämlich der Bereich der Direktinvestitionen in Startups. Mhm. Das ist ein Bereich, da denkt man dann immer erstmal an VCs. VCs sind aber, um ehrlich zu sein, im Nachhaltigkeitsbereich und in dem Bereich, in dem wir spielen, sage ich mal, auch noch nicht so relevant, weil auch die fangen erst ab 1 Million an und frühphasige Startups brauchen oft auch weniger. Das heißt, das ist auch wieder sehr differenziert, um es zum Punkt zu bringen. In diesem Bereich gibt es definitiv Personen, die da ein hohes Interesse daran haben, die tatsächlich auch bereit sind, Abstriche zu machen, wenn es zur Rendite kommt. Das sind die auch in anderen Bereichen, weil alle haben gelernt in den letzten 10 Jahren, dass wenn jemand sagt, dass er halt irgendwie eine Rendite von 20 oder 100% oder was weiß ich, oder ein Multiple 10 erwirtschaften wird, dann ist das Risiko halt auch ziemlich hoch und das muss ich halt auch mit in die Waagschale werfen. Ja? Ja. Wenn ich aber halt ein Multiple von 2 anbiete und das Risiko auch mega hoch ist, dann ist es halt schwierig, auch für ein Nachhaltigkeits-Startup. Und ich glaube, dem kann man sich halt nicht verschließen. Es gibt definitiv viele Investoren, die mit einem, würde ich mal sagen, sehr freundlichen Auge auf Impact gucken und das lieber machen als andere Sachen. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen aus ihrer Sicht unrechtfertigbare Risiken eingehen. Mit Sicherheit muss man da noch sehr, sehr viel Understanding aufbauen, da muss auch viel noch gelernt werden. Was auch sicher der Fall ist, ist, dass ja auch sehr, sehr viele staatliche Förderprogramme nicht darauf ausgelegt sind. Auch da gibt es noch sehr viel Nachholbedarf. Und da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Aber ich glaube, auch hier, es wird nicht von heute auf morgen sich verändern, das ist halt so ein Weg. Man kann auf jeden Fall, wenn man ein solides Geschäftsmodell hat und im Nachhaltigkeits- oder im Sozialbereich momentan gut Investment, man kann Investment finden. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber man kann das finden. Mhm. Aber man braucht eben auch ein Geschäftsmodell, weil wenn man einen Investor anspricht, dann will der damit Geld verdienen. Deswegen heißt er oder sie Investorin. Ja, und ansonsten kann man auch andere Geldgeberinnen finden, aber das sind dann keine Investorinnen. Das ist halt auch, da muss man halt auch sich ehrlich sein. Und es ist ja auch vollkommen okay. Also es gibt ganz viele Problemstellungen, die kann man
nicht mit einem Marktmodell lösen. Punkt. Das ist, also ich glaube nicht daran, dass Entrepreneurship die Lösung für alles ist. Auf keinen Fall. Es ist ein Tool in der Toolbox. Ganz viele Dinge müssen kulturell gelöst werden, müssen politisch gelöst werden. Und da kann man nichts machen mit Entrepreneurship. Ja? Da kann man nichts tun. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Aber es gibt Dinge, da kann man viel machen. Und wir beim Impact Hub glauben halt, dass was man damit, und das ist halt so unser Beitrag, so, dass wir da Leute unterstützen. Das heißt nicht, dass es die Lösung für alles ist. Aber ja, Investment, es gibt viel Geld. Nicht alles, was grün ist, ist grün. Und viele Investoren haben auf jeden Fall noch viel zu lernen, wenn es darum geht, wie man mit Impact umgeht. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber auch, das gilt genauso zum Beispiel dafür, wie wenig Frauen in Deutschland investieren und investiert werden. Das ist auch ein Riesenproblem. Und das kann man ganz kleine Zahlen nachweisen. Ja, kann man also, total überlegen, natürlich. Und da gibt's riesigen Nachholbedarf und ich hoffe, dass da in den nächsten Jahren viel passieren wird. Aber ich sehe auch viel Gutes, also ich bin auch Optimist. Ne? Ich habe irgendwie mal einen TED-Talk gehalten, da habe ich gesagt, I'm the notorious Optimist. Also es ist immer so, das Schöne am Impact Hub ist, hier sind halt auch viele von denen, die es halt besser machen und die treffen wir halt jeden Tag und das macht es natürlich irgendwie einfacher. Ja, da kommt ja auch eine ganz andere Energie rüber und eben auch eine positive Energie und irgendwie so Innovation, dass man halt daran glaubt, dass diese Veränderungen auch möglich sind und eben auch in zeitnaher Zukunft irgendwie vielleicht greifbar sind. Ne? The future is now. Ja. Also ich glaube, das ist so eins der Dinge am Impact Hub. Man kann eben, gewisse Dinge können halt schon jetzt, funktionieren ja jetzt mit jetzigen Mitteln. Klar ist die Veränderung nicht groß genug. Die Zahlen zeigen uns ja, dass wir den Zielen hinterherlaufen. Also wenn ich höre, dass wir dieses Jahr noch nie so viele Autos zugelassen waren in Deutschland wie jemals zuvor, dann frage ich mich auch, was ich eigentlich mache. Ja? Ja. Das ist vollkommen irre. Und gleichzeitig ist man halt hier an einem Ort, wo man so viele smarte Leute sieht, die tolle Unternehmen aufbauen, die Teil von einer anderen Wirtschaft sein können. Und klar ist das klein. Aber es ist halt noch klein. Und am Ende steht der Tropfen, höhlt den Stein, muss man halt dranbleiben. Es hat noch keine große Veränderung innerhalb von 5 Jahren stattgefunden. Ne? Man sagt ja im Systemischen oft, eine Veränderung braucht oft so lang zu gehen, wie sie gebraucht hat, um zu kommen. Ja? Und das momentane Wirtschaftssystem ist relativ lang gekommen, leider. Wir haben leider auch die Zeit nicht. Also da gibt es viele Probleme, aber ich glaube, also meine Antwort darauf oder unsere Antwort ich glaube, darauf ist immer so, wir können so viel tun, wie wir tun können und wir tun so viel, wie wir können. So, ja. Also. Ja, obwohl, wie gesagt, jetzt sind ja die Zeiten leider so, wo die Zeit irgendwie so doch knapper wird in vieler Richtung und das es ist immerhin Mainstream, aber ich muss auch sagen, oft, dass man in einer Bubble ist, ne? Wenn man dann eben, wie du gerade sagtest, diese Autozulassungszahlen sieht oder auch andere Zahlen, die es ja gibt, ne? Dass eben ganz, ganz viele sich überhaupt noch nicht bewegen. Und vielleicht, klar, jetzt haben wir jetzt auch diesen wunderbaren Winter vor uns und irgendwie, ich habe gerade gelesen, ist angeblich in Stadtteilen von Berlin, Frau, unsere Bundes- oder unsere Bürgermeisterin überhaupt daran denkt, auch mal Strom abzuschalten in verschiedenen Bezirken, wo man ja denkt, hups, jetzt, ne? Was passiert jetzt hier? Also dass so Ding, denke, da umgestrukturiert werden muss, aber eben die Frage ist irgendwie, wie viel Zeit man dann wirklich dafür hat. Ne? Naja, also wenn man sich die Vergangenheit anschaut, wie Systeme sich verändert haben, also da kommt jetzt sozusagen mein vorher angesprochenes Systemstudium raus. Genau. Dann finde ich es schon sehr interessant, dass, also ich glaube nicht an Revolution. Also Revolution hat in den seltensten Fällen und wenn es da andere Meinungen bei den Hörerinnen gibt, ich freue mich über das Feedback, zu sinnvoller oder nachhaltig positiver Veränderung geführt. Meistens war es Evolution und es gibt da den oft bekannten Gramsci, italienischer Politikwissenschaftler, Linker, der immer gesagt hat, der Systemwandel funktioniert so, dass man ein Parallelsystem aufbauen muss an Werten, Normen, Institutionen und dann muss es einen Schock geben, der sozusagen wie in so einer Gearbox beim Fahrrad so die Kette auf ein anderes Zahnrad wirft. Super schick. Aber dazu muss das andere Zahnrad erstmal da sein, weil sonst landet die Kette halt im Off, ja, und dann blöd, dann bleibt es stecken und dann gibt's Katastrophe.
also ohne da jetzt zu genau drauf einzugehen, aber ich glaube, man muss ja erstmal eine Alternative anbieten. Mhm. Und ich glaube, das versuchen wir und viele andere zu zeigen, dass es anders geht. Und wenn es dann immer ernster wird, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man es anders machen kann. Egal wie, man kann Leute nicht, also man kann nicht zwingen. So, mhm. ne? Auf der anderen Seite finde ich es auch schon interessant zu sehen, ne? wenn die Situation es verlangt, plötzlich geht es ja dann doch. Plötzlich können während Corona alle Leute zu Hause bleiben. Mhm. Hätte dir das vor 5 Jahren jemand erzählt, was hättest du gesagt? Ja, irgendwie schwierig. Vor allen Dingen war damals ja Homeoffice auch schwierig. Du hättest gesagt, unmöglich. Ja. Du hättest gesagt, es wird nie passieren. Ich auch. Nee, man konnte es sich nicht vorstellen. Es war unvorstellbar. Ja. Und genau das Gleiche passiert doch jetzt, wenn wir über gewisse Maßnahmen im Bereich Klimaschutz oder sozialen Nachreden. So, die Leute sagen, es ist unmöglich. Aber es ist eben nicht unmöglich. Und irgendwann wird der Moment kommen, wo die Alternativen wenige werden. Und dann muss man Alternativen zur Hand haben. Und ich sage jetzt nicht, ich will damit nicht sagen, es muss erst eine Katastrophe geben. Wir hatten ja gerade eine Katastrophe. Wir hatten im letzten Jahr schreckliche Hochwasser. Wir hatten gerade Pakistan-Hochwasser. Also, wir hatten Waldbrände. Also, die Katastrophen passieren ja jetzt. Mhm. Ja? Aber wir sind Menschen. Wir leben irgendwie, wenn es gut läuft, 80 Jahre. Und wir denken halt in diesen Zeiträumen. Und klar. Ich will natürlich, dass in den nächsten Jahren, 5 Jahren sich was verändert. Ja? Ob das eine gerechtfertigte Erwartung ist, wenn man sich denkt, dass das fossile Zeitalter halt schon ein bisschen länger dauert, weiß ich nicht. Aber ich kann einfach nur dafür arbeiten, dass es so ist. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist. Aber ich glaube, wenn man sich immer nur vor Augen führt, wir sind zu langsam, wir sind zu schlecht, dann vergrabe ich mich ja ein. Also es muss ja eine ganz andere Energie, also positive Energie sein. Also das ist ja, so, ne? Also deswegen kann man, also um die Relevanz aufzuzeigen, kann man irgendwie, ne, kann man zum Klimastreik gehen, kann alle seine Member und sein Team dazu animieren, zum Klimastreik zu gehen, wie jetzt gerade, während wir das aufnehmen. Ich wollte gerade sagen, ist gerade. Genau, und kann versuchen, im Bereich des Möglichen Aufmerksamkeit zu schaffen, und ansonsten kann man im Bereich der eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten versuchen, das in die richtige Richtung zu verwenden, so sehr man das eben kann. Und ob man da jetzt politisch was macht, ob man da unternehmerisch was macht, ob man Podcasts macht, ja, ich glaube, das sind alles Bewegungen in die richtige Richtung. Ich glaube, entscheidend ist erstmal, dass man was macht. Ja, und dass alle sozusagen in Bewegung kommen da und das erkennen und dann auch wirklich was tun und nicht so gelähmt da irgendwo sitzen. Ja, genau. Also ich glaube, das ist wahnsinnig entscheidend, und ich glaube, Angebote zu machen, sich zu engagieren, ne, hier Member werden, also Dinge zu tun, die Möglichkeiten schaffen, dass Leute sich engagieren, umsetzen, umorientieren, ist wichtig und ist ein bisschen kleiner Teil, den wir da hoffen, irgendwie beizutragen. Am Ende wird es für keine der momentanen Krisen eine Lösung geben, sondern es werden immer ganz, ganz viele Lösungen sein müssen, die alle ganz, ganz erfolgreich sein müssen. So. Und wir können hoffentlich irgendwie ein paar dabei helfen, erfolgreicher zu sein. So, und das ist dann eben unser kleiner Beitrag. Wunderbar. Und letzte Frage war meine Vision für 2030, also jetzt ein bisschen 5+3 Jahre. Also was würdest du denken, wie weit, oder habt ihr Ziele bis 2030? Für uns als Intercap? Ja, ja. Super Frage. Also ich glaube, unser Anspruch ist, wenn es darum geht, eben Menschenorganisationen dabei zu helfen, innovative Lösungen zu entwickeln, da wirklich eins der besten Ökosysteme weltweit zu werden. Das heißt nicht zwangsweise das Größte, ja, aber wirklich der Anspruch, rauszufinden, wie können wir möglichst vielen Unternehmerinnen dabei helfen, Ideen zu entwickeln, die dazu beitragen, eine Zukunft zu bauen, die funktioniert. Mhm. Und wir sind tatsächlich gerade dabei, das ein bisschen runterzubrechen, aber das ist so ein bisschen der Anspruch. Wir wollen wirklich rausfinden, was braucht es, damit diese Menschen erfolgreicher sein können. Weil wir eben fest daran glauben, wenn diese Menschen und diese Organisationen erfolgreicher sind, dann haben wir eine bessere Chance, mit diesen großen Herausforderungen, Klimawandel, alternde Gesellschaft,
umzugehen und andere. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen unser Anspruch. Und ich glaube, wenn ich an 2030 denke, so ganz konkret, dann hoffe ich, dass wir da irgendwie pro Jahr, weiß nicht, 100 Unternehmerinnen helfen können, dass wir genau messen können, dass die in dem Jahr 2030 schon mindestens 100 Millionen Leben positiv beeinflusst haben. Dann hoffe ich sehr, dass Menschen aus meinem Team die Bundesregierung dabei beraten dürfen, wie sie es besser machen und wie sie mehr von diesen Unternehmerinnen unterstützen können. Und dann hoffe ich, dass unsere Community, mit der wir hier arbeiten, sehr, sehr, sehr viel größer ist und vor allem immer diverser wird und inklusiver für Leute aus allen Altersgruppen, aller Kulturgruppen, aber auch aller wirtschaftlicher Hintergründe. Ne? Also das wäre so die große Hoffnung, weil bei der Komplexität der Probleme ist einfach eine möglichst diverse Sicht darauf entscheidend und dann muss es Mittel geben, diese Lösung, die man sich denkt, eben auch umzusetzen und die Offenheit, dass viele der Ideen, die man da umsetzt, auch nicht funktionieren werden. So. Ja, das ist halt das ist wiederum Startup, ne? Das genau. Wenn ich an 2030 denke, dann denke ich schon zentral daran, dass wir einen Weg gefunden haben, richtig viele geile Unternehmerinnen im Nachhaltigkeitsbereich dabei zu unterstützen, erfolgreich zu sein. Und das ist, glaube ich, das, was uns froh macht, wenn wir sehen, dass unsere Member oder Unternehmerinnen, mit denen wir arbeiten, wenn die Funding kriegen, wenn die einen Preis gewinnen, wenn die ein neues Produkt an den Markt bringen, wenn die, ja, also ich glaube, das ist das, wo wir dann sagen, so, okay, geil, Job gemacht, fett, jetzt können wir uns unseren Sekt aufmachen. Ja, cool. Ganz herzlichen Dank, Leon. Ich drücke beide Daumen. Danke. Natürlich und wunderbar hier die Atmosphäre, auch die Räumlichkeiten, die ihr da unten habt für Events. Ne? Auch das kann man ja nochmal sagen, die kann man ja auch nutzen logischerweise. Also nochmal ganz herzlichen Dank und toi toi und auf bald. Wir werden ja weiter berichten unbedingt. Ne? Vielen, vielen Dank. Schön, dass du heute da warst und schön, dass ich den Podcast sein durfte. Wunderbar, ich freue mich total. Bin gespannt, was kommt. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst beim Podcast Magic Brain Kicks, dem Podcast für innovative Ideen, für Gedankenanstöße für dein Gehirn und viel Wissen über dein Gehirn. Ich freue mich natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du sie likest, weitersendest an Menschen, die das ebenfalls erfahren sollten. Und einen Kommentar hinterlässt und eine Bewertung. Auf meiner Website www.drmariahoffacker.com findest du meine Angebote wie Workshops oder Online-Trainings. Und ich freue mich sehr, wenn wir weiter in Kontakt sind und du viele Ideen aus meinem Podcast und entsprechende Trainings über oder durch meine Arbeit dann erhältst, um weiter dein Gehirn und deine Denkräume zu erweitern. Ich freue mich auf ein Wiederhören und noch mehr über ein Wiedersehen und verbleibe mit ganz herzlichen Grüßen. Kick your brain und bis bald!